Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch, ich wollte mir gerade versprochen, ich begrüße euch zu einem neuen Odinwar Shoppen, diesmal ein spezielles Odinwar Shoppen. Ich wollte eigentlich ein Mega XXL Odinwar Shoppen machen, aber eins ist jetzt schon da, auf das andere Paket muss ich noch warten. So, das muss ich noch rausholen, das muss ich auch noch rausholen, so. Also ich habe, die sind jetzt die Woche schon mal gekommen. Ein bisschen spannend machen, was da drin ist. Da werdet ihr da gleich ausflippen, ihr Nucht. Ich habe mir nochmal so einen Handyhalter geholt. Den kann man dann hier hoch machen und dann da, also hier nach vorne so machen und dann kann man Tablet und Handy drin machen. Für meinen Arbeitsplatz, wenn ich da dann dran sitze, weil das Handy immer irgendwo rumliegt und ja, das sieht halt doof aus und das muss halt ein bisschen besser organisiert sein. Dann habe ich mir einen neuen Gürtel gekauft, den hier, also schwarz und 125 cm lang. Den habe ich mir gekauft, weil der andere ist braun und ich brauche jetzt einen schwarzen, so einfach, genau. Oh, gleich jetzt los. Es ist Mittwoch, 15 Uhr, da gehen wir uns die Sirenen los und da ist halt nämlich so ein Stanzwerkzeug mit bei. Der hat keine vorgefertigten Löcher, die muss man sich selber machen. Und deswegen habe ich mir den geholt. So. Aber die Diät ist ja ganz gut, die schlägt ja an. Hab ja schon ein paar Kilo verloren. So, ich mach's mal ein bisschen spannender. Ich habe mir dann noch einmal USB-C-Kabel geholt für den PC. Beziehungsweise für mein Laptop, also für mein Handy, aber wenn es am PC ist, schön lang, damit der Kabel dann hinten schön lang gehen kann, damit ich den nicht vorne irgendwo lang habe. Dann habe ich mir einen 10 Meter langen HDMI-Kabel geholt. Der ist 4K-fähig und so. Ach, der ist sogar von CSL, das sehe ich jetzt erst. Darauf habe ich aber ehrlich gesagt am Anfang gar nicht drauf geachtet. 10 Meter Highspeed HDMI-Kabel, HDMI-A, Make, A, Black, bla, Highspeed, bla, Entertainment, keine Ahnung. 18 Mbits passen durch, stand drauf. Und wichtig war halt 4K, dass der 4K-fähig ist. Der ist für die PlayStation. Ich mach's mal noch ein bisschen spannend. Und dann habe ich hier noch ein weißes Kästchen. Und dann habe ich hier noch ein dunkles Kästchen. Da werde ich auch ein separates Unboxing von machen. Das räumen wir erstmal weg. Und dann habe ich hier ein weißes Kästchen. Da werde ich auch ein separates Unboxing machen. Ich kann ja so mal kurz öffnen. Und kann euch ja mal zeigen, was ich mir da geholt habe. Ich mach mal nur so. So. Ich habe mir einen HDMI-Splitter 2.0 geholt. 1:2. Und die Firma kann ich euch auch sagen, weil das ist die einzige Firma, die das gerade anbietet. Das ist Feintech. Und ich kann euch ja mal kurz raufgucken lassen, was das für einer ist. Das ist dieser hier. Jetzt fragen sich viele, Mensch, du hast doch 1:2, hast du doch und ist doch schon an der PlayStation dran. Da habt ihr recht. Da ist ein 1:2 dran, auch 4K. Hier steht ja unten auch 4K. Da, seht ihr das? 4K, 60 Hertz, also 60 FPS. Meiner kann glaube ich nur 30 FPS, weiß ich jetzt nicht genau. Den anderen. Aber dieser, weswegen ich mir überhaupt geholt habe, dieser kann HDR auch. Das ist ein Splitter 1:2 mit HDR. Also der leitet so ja das HDR weiter. Und da werde ich mich die PlayStation einmal daran machen und einer geht dann hoch zum Fernsehen und einer geht zum PC. Ja, zum PC. Dann kommen wir zum nächsten Paket. So, kann man es lesen? Die Live Gamer
4K HDR. 4K HDR, seht ihr das? Ich will das jetzt nicht auspacken. Und zwar von Avamedia, die Live Gamer 4K, und die Bezeichnung ist davon GC573. Die werden wir nämlich gleich ein komplettes Unboxing machen. Gucken, was da alles mit bei ist. Dann werden wir ein Video machen, wo wir es anbauen, also einbauen in den PC. Für den PC kommt auch noch was, also ich muss den PC dann sowieso nochmal abklemmen. Das werden wir auch anklemmen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir dann am PC hiermit, wenn wir das angeschlossen haben, trotzdem am Fernseher noch HDR haben, dass ich am Fernseher dann noch weiterhin in meinen HDR zocken kann und auf dem großen Bildschirm. Ich habe auch ein paar Ideen, wie wir das machen können, dass ich dann trotzdem auf dem großen Bildschirm zocken kann. Dann dreht mein Bildschirm und dann, ich habe ja Funktastatur, Funkmaus, müsste alles eigentlich gehen, dass ich mein Bild überwache und zum Chatten, um im Chat zu schreiben, habe ich ja immer noch meinen Laptop, den kleinen Gaming-Laptop, und den kann ich mir dann einfach daneben stellen. So, es kommt aber noch mehr. Also mein Arbeitsplatz wird noch ein bisschen aufgeräumt da und noch ein bisschen was anders gemacht. Da wird es dann aber ein separates Video zu geben. Aber auch zu den neuen Produkten wird es dann wieder ein Odima Shoppen geben. Da kann ich euch verraten, habe ich bei Mindfactory gekauft. So, dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Ich habe meinen PC hier unten schon stehen. Wir werden jetzt hier erstmal die Unboxings machen. Dann werde ich meinen PC hier hochjuchteln und dann werden wir das Ding mal anschließen. Den PC anschließen wieder und dann gucken, ob auch alles so funktioniert. Und den 10 Meter Kabel verlegen. Dann würde ich jetzt hier erstmal sagen, ich mache einen Cut. Ahoi, sagt euer Odin.